In Frankreich hat es erneut einen Hackerangriff auf ein Krankenhaus gegeben. Betroffen ist die Klinik CHSF in Corbeil-Essonnes im Südwesten von Paris. Laut der Krankenhausleitung traten die Probleme in der Nacht zum Sonntag gegen 1 Uhr auf. Polizeiangaben zufolge gab es eine auf Englisch formulierte Lösegeldforderung in Höhe von 10 Millionen Dollar. Das Krankenhaus läuft im Notbetrieb. Laut Klinik sind die gesamte branchenspezifische Software, die Systeme, die unter anderem medizinische Bilder speichern, und das System für die Aufnahme von PatientInnen betroffen. Diese werden, wenn möglich, in andere Kliniken verlegt. Operationen müssen wahrscheinlich verschoben werden. Die Pariser Staatsanwaltschaft ermittelt. In Frankreich gibt es immer wieder Hackerangriffe auf Krankenhäuser. Vermutet wird, dass diese zufällig getroffen werden, denn die Kliniken können laut Statut kein Lösegeld zahlen.